Tag auch Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Okami. Und ich habe in den Kommentaren des letzten Videos einen kleinen Tipp bekommen von Sir und Nikra. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen oder falsch ausgesprochen in diesem Falle. Wenn ich es getan haben sollte, entschuldige ich mich dafür. Und ja, der Hinweis, es sollte mal darauf geachtet werden, wo noch bei manchen Leuten grüne Pfeile beim Kopf sind, die so schön auffällig blinken. Ja, das ist eine sehr schöne Idee eigentlich, da unten probiert man nicht hin, deswegen. Grüne Pfeile, wo war das Dorf denn nochmal? Unser liebes Dörflein. Ich glaube, da war diese Person, die gemeint ist. Ich glaube, da geht's hinauf zum Dorf. Ja, das ist dann natürlich von mir eigene Blödheit, dass ich sowas immer wieder übersehe. Ich könnte es natürlich jetzt begründen mit dem kleinen Bildschirm, aber der blinkende Pfeil ist sogar hier noch eigentlich ein ganzes Stück auffällig. Von daher, ja, sollte ich vielleicht zukünftig noch mehr auf die Pfeile achten. Ich habe halt irgendwie ein bisschen gedacht, dass die einfach nur bei wichtigen Personen blinken, auch wenn man sie schon angesprochen hat und alles von denen weiß. Aber anscheinend soll man von denen danach auch noch mehr erfahren, was irgendwie auch Sinn ergibt, so im Nachhinein betrachtet. Also, ja. Aber danke für den Tipp. Für solche, ja, man kann schon nicht sagen, es wäre das ein Hinweis einfach. Bin dir dankbar, damit sie auch ein bisschen vorangeht. Und das ist genau die richtige Menge an Tipp, die man, ich glaube, ich brauche. So, wir gehen hier einfach wie immer den Weg hinauf. Und freuen uns dann natürlich gleich mal über grüne Pfeile. Wo war sie jetzt nochmal? Da ist der Pfeil auch schon. Wie man sieht, absolut auffällig. Besonders wenn man weiter weg geht, dann wird er sogar noch größer, wie ich es gerade gesehen habe. Wir drehen nochmal die Kamera. Es fällt auf. Der ist immer gleich groß auf dem Bildschirm. Das heißt, wenn man weiter weg ist, ist er im Verhältnis zur Umgebung noch größer. Absolut auffällig. Ja. Unsere einzige Hoffnung, Rothelm zu besiegen, sind die Satomi-Hundekrieger. Die Satomi-Hundekrieger haben den Schrein beschützt und dem Haus Satomi seit Ewigkeiten gedient. Aber leider sind sie jetzt über ganz Nippon verstreut. Wenn wir sie wieder vereinen könnten, dann könnten wir die Sperre durchbrechen und den Schrein zurückerobern. Wirklich? Warum rufst du dann diese Hündchen nicht her? Ich habe es bereits probiert. Aber ich habe bis jetzt noch kein Wort von ihrer Ankunft gehört. Ich spüre ihre Anwesenheit in der Nähe, aber ich habe sie noch nicht gefunden. Was, wenn sie angegriffen und verletzt worden sind? Oder noch Schlimmeres. Ich bitte dich, könntest du bitte ihre Aufenthaltsorte aufspüren? Das könnte dir nützlich sein. Was haben wir denn da bekommen? Ein paar Hündchen hatten wir ja schon in den letzten Folgen gesehen. Und wir haben einen Hundesucher. Ich spüre 5 der Satomi-Hundekrieger hier in diesem Dorf. Sie sind ein temperamentvoller Haufen und Fremden gegenüber nicht sehr aufgeschlossen, aber sie sollten zu mir zurückkehren, sobald sie den Hundesucher sehen. Der Hundesucher wird euch in ihre Nähe bringen. Nutzt ihn zusammen mit deiner Stärkung, sie zu finden. Überlasst nur uns, eure Süßheit. Wir werden sie alle ohne einen Kratzer zurückbringen. Ich kann es kaum abwarten zu sehen, wie sie uns dankt, Abby. Tja, und so schwer sollte das nicht sein. Da oben in den Höhlen war noch welches. Heißt, wir begeben uns gleich mal hier hin. Gleich wieder mit den Ranken. So wie ich das sehe, funktioniert es anscheinend so, dass es entweder öfter blinkt oder die Farbe ändert, wenn man dich daran kommt. Wir werden es ja gleich sehen, wer dich daran kommt im Moment. Wenn ich mich nicht irre. War hier oben reiner. Oder in einer anderen Höhle zumindest. Hier oben in der Gegend jedenfalls waren sie alle. Genau. Er wedelt mit seinem Schwanz. Ich wette, das ist wegen dem Hundesucher, den du da hast. Hm, was ist das? Gib mir was zu essen, ich bin hungrig. Meine Güte. Wir haben ihn gerade erst getroffen und er bettelt schon um Nahrung. Was für schlechte Manieren. Ja. Ach, auch dem können wir ihn nicht. Er möchte Fisch. Haben wir doch dabei, oder? Fisch.
dem Fleisch. Das ist wieder solche Sachen, die man auf kleinem Bildschirm dann auch nicht ganz gut erkennt. Aber die grünen Pfeile, jetzt mal ernst. Was habe ich mir dabei gedacht, sie nicht zu sehen? Also, ja. Auf jeden Fall gibt es hierfür noch ein bisschen Glück für uns. Ich bin satt. Meine Herrin Fusehime hat mich gerufen. Trotzdem wollte ich nicht direkt nach Hause gehen. Hast du das gehört, Amy? Das bedeutet, dieser Hund ist einer von den Satomi-Hundekriegern. Hundekrieger-Co. Jetzt, wo ich satt bin, werde ich zu meiner Herrin zurückkehren. Hast du das gehört, Amy? Die Art, wie Fusehime von ihnen gesprochen hatte, ließ mich glauben, sie wären Menschen. Glaubst du, diese Flohsäcke können irgendwie helfen? Also, nee, Hunde doch nicht. Wir sind ja auch überhaupt nicht im Grunde genommen selbst einer. Zumindest, wir sind im Grunde genommen auch als Wolf unterwegs, auch wenn wir eine Göttin sind hier. Und Wölfe gehören zu den Hunden. So. Das war's auch in dieser Höhle. Die war ja auch überhaupt nicht auffällig im Berg, wie immer. Ich meine, so ein riesiger, langer Gang mitten in diesen schönen, erreichbaren Gebieten hier oben. Ist ja überhaupt nicht verdächtig, oder? Gut, hier war die Kiste, die wir schon geholt haben. Und das war's dann auch schon. Ich sehe da unten einen grünen Pfeil. Aber kein blinkender grüner Pfeil. Oder doch, blinkend. Hast du auf der Taka eben ein marodes Haus gesehen? Ja, haben wir. Das ist ja das Haus der letzten Tage gewesen, im Grunde. Das alte Paar dort hatte als letztes Bambuswaren bestellt. Anscheinend wollten sie plötzlich einen Vogelkäfig haben. Sie hatten Tiere immer gehasst. Deshalb ist es komisch, dass sie auf einmal ein Haustier haben wollen. So, das war quasi nochmal der Hinweis, dass wir da den Vogel finden können, wie es vermuten war. Ganz einfach war es vermuten, weil sie ja an sich schon in der Nachbarschaft auch noch Leute hatten, die den Vogel dort vermutet haben. So, jetzt renne ich hier wieder durch die Gegend, weil ich vergessen habe, wo die anderen Hunde waren, weil die letzte Aufnahme schon ein bisschen zurückliegt. Aber dann haben wir unsere Suche wenigstens nicht einfach irgendwie rausgekürzt jetzt. Dann dürfen trotzdem wieder ganz normal durch die Gegend rennen und suchen. Ja. Jetzt müssen wir nur noch was finden. Ich glaube, hier war doch irgendwo noch was. War hier nicht irgendwo eine Stange was? Oder war das irgendwas anderes? Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ja, hier hatten wir doch einen befreit. Er wedelt auch mit seinem Schwanz. Das muss wegen dem Hundesucher sein, den du da hast. Hm, was ist das? Gib mir was zu essen, ich bin hungrig. Meine Güte, warum denken diese Flohsäcke, dass wir sie füttern würden? Weil wir jetzt auch tun. So, und der nächste Hund ist glücklich. Was sagt jetzt denn dieser Hund jetzt an interessanten Informationen? Mal abgesehen davon, dass wir ihn so finden müssen. Ich bin satt. Welch interessante Information. Also, das kann man wirklich nicht vorher wissen. Hundekrieger Chi haben wir hier also vor uns. Und jetzt, wo ich satt bin, werde ich zu meiner Herrin zurückkehren. Hast du das gehört, Amy? Ja, das habe ich gehört. Sind diese Typen noch zu fassen? Ach, so schlimm sind sie doch auch nicht. So, damit haben wir jetzt den zweiten von fünf. Und suchen uns hier weiter im Dorf die letzten drei raus. Ich frage mich gerade, ob hier irgendwo noch eine Höhle war. Ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall glaube ich noch, dass wir irgendwo hin konnten mit unserem lieben Blüten da oben. Dass da auch noch irgendwo ein Hund war. Keine grünen Pfeilchen, die blinken. Immer schön drauf achten jetzt. Okay, ich glaube, ich achte da schon fast zu viel drauf jetzt mit der Zeit. Da oben waren wir bereits. Auf
vielleicht hier Ingenieur noch irgendwo. Ich meine, hier gab es ja auch noch Blüten, andere Richtung Kamera. Okay, die ist viel zu weit weg. Viel zu weit weg. Also da müssten wir noch ein ganzes Stück laufen, bis wir da ankommen. Und deswegen tun wir es jetzt auch. Wir laufen ein ganzes Stück. Und das war auch schon das ganze Stück. War da oben ein Pfeil sogar noch? Habe ich das gerade richtig gesehen? Pfeile. Ja, ich glaube, ich sehe richtig. Das ist eindeutig ein Pfeil. Was hast du denn zu sagen? Ja, ich und meine Sprungkünste hier. Ich sehe schon, ich bin nicht für Springen und Rennen gemacht, wobei ich eigentlich gerade den Jump for the Ones mein Hauptgenre mit hab. Komisch irgendwie. Aber egal. So, diesmal aber. Mein Großvater sagt, es gäbe da oben ein Land, das man die göttliche Ebene nennt. Dort sollen alle diese großen Götter leben. Aber ich weiß nicht. Das hört sich alles ein bisschen weit hergeholt an, wenn du mich fragst. Ja, da oben irgendwo. Achso, wir sind hier auf diesem schmalen Stück Holz. Damit wir nicht runterfallen, einfach geradeaus rennen. Und da oben wollen wir hoch. Die Frage ist nur, wie kommen wir da oben hoch? Auf jeden Fall nicht so. Sehen wir uns auf jeden Fall erstmal hier drinnen um, weil hier drinnen eine Kiste ist, die wir schon hatten, und Lehmblätter. Was uns natürlich jetzt so viel hilft, dass wir hier nochmal reingegangen sind. Ganz einfach, weil wir hier nichts mehr kriegen können. So. Die Frage, wie wir hochkommen, kann ich mir im Moment auch noch nicht beantworten. Vielleicht ja so. Klappt anscheinend tatsächlich. Wahrscheinlich ist es gar nicht so gedacht. Wahrscheinlich gibt es irgendwie einen ganz anderen tollen Weg hier hoch. Naja. Glück für uns. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, die Frage ist jetzt nur noch, wo die anderen Hühnchen geblieben sind. Sehen wir uns nochmal hier vorne in der Gegend um. Wenn wir auch schon runterspringen können. Aber ich glaube, hier sind sie logischerweise dann auch nicht, weil wäre ja schon sehr merkwürdig, wenn sie schließlich hier fehlen, dass sie sich auch hier verstecken. Also, ja. Würde mir zumindest sehr komisch vorkommen. Wenn sie sich da verstecken, wo sie eigentlich hin sollen. Wir können ja auch mal unseren Hundesucher nutzen eigentlich. Und nicht nur immer blind drauf suchen. Jetzt müssen wir noch wissen, welche Reichweite detektiert. Weil erst hat er ja quasi immer nur geblinkt, wenn wir dicht dran sind, weil ich noch nur dann geguckt habe im Grunde genommen. Ja gut, Tagesanbruch. Die Frage, zählt das hier oben noch zum Dorf? Die Gegend hier oben? Wenn ja, dann könnte hier auch noch einer sein. Also geografisch gesehen wird für mich theoretisch auf den ersten Blick nicht zum Dorf gehören, aber vielleicht denkt das Spiel dort hier ein bisschen anders. Weil wenn ja, dann müssen wir natürlich auch zwangsläufig hier oben suchen. Auch wenn es langsam absurd wäre, wenn hier oben noch ein Hund wäre. Aber es kann ja alles passieren, von daher immer schön die Augen offen halten. Schade, dass sie nicht irgendwie leuchtende grüne Pfeile haben, die schon auf 1000 Kilometer Entfernung zu sehen sind. Ja, und ja, wie zu erwarten, weiß ich natürlich absolut kein Hund, wird auch keinen Sinn ergeben, wie gesagt. Weil das ja auch eigentlich nicht mehr zum Dorf gehört.
hätte sein können, dass die Spieleentwickler eine andere Definition von Dorf haben, aber es scheint nicht zu sein. Anscheinend haben sie dieselbe Definition wie ich. Ist ja auch schön zu wissen, dass man dieselbe Definition hat wie der Entwickler von dem Begriff Dorf. Tja. Auf jeden Fall suchen wir jetzt erstmal weiter nach mehr Hühnchen, denn Hühnchen sind toll und fressen viel Fleisch weg. Warum auch immer sie uns jetzt das ganze Fleisch wegfressen wollen. Nur damit sie satt sind. Immer diese, ja, hungrigen Mäuler, die man stopfen muss. Immerhin gibt es dafür auch Glück. Also haben wir hier unten noch irgendwo einen Hund. Auf jeden Fall haben wir hier nochmal die Statuen, die man nochmal nicht zerstören kann, weil sie unzerstörbar sind. Ganz vergessen, die konnte man ja nicht einreißen. Aber wo sind jetzt die letzten drei Hühnchen? Sie haben sich gut versteckt, anscheinend. Ganz einfach, weil wir hier gerade kaum welche sehen. Vielleicht sind sie auch einfach in Häusern drin und deswegen sehe ich sie nicht. Oder weil ich so doof bin und hier mal runterspringe, statt einfach oben rüber zu rennen. Vielleicht auch hier in Sarajevo ein Hühnchen. No, kein Hühnchen für uns. Hier drin, Hühnchen. Kommt schon her, ihr Hühnchen.